Willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Ja, das letzte Mal haben wir wieder mehr, zwei Edelsteine geschafft. Und ich war mal wieder mit der Frage beschäftigt, ob ich den bunten Edelstein für dieses Level besitze. Ich weiß es nicht, daher gucke ich einfach nochmal nach. Ich denke, ich soll es wissen. Wahrscheinlich ist es. Oh, ich habe was vergessen. Kleinen Moment. So, gut, genau. Ich habe es vergessen, welcher Edelstein hier nochmal benötigt wurde, wenn ich mal hochkommen würde. Gut. Gut, die Maske haben wir noch bekommen. Also kann ich hier mal ganz beruhigt durchlaufen. Dann, ja. Leben möchte ich auch noch. Und da wären wir schon. Achso, ne, geht's ja gar nicht weiter hoch. Genau. Hier geht's lang. Ich war schon wieder ein wenig zu voreilig. Oh, noch eine Maske. So zuvorkommt. Praktisch. Dann geht. Oh. Okay. Du solltest dich eigentlich drehen. Das kannst du doch, oder? Ja, das kannst du. Crash macht mal wieder komische Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, ob die gut oder eher schlecht sind. Ich habe so im Gefühl, die sind schlecht. Ich weiß ja nicht. Ein Leben, was ich mal liegen lasse, denn wir haben genug. Später dann werde ich wahrscheinlich. Ey! Böse Tusser. Gut. Ja, da warte ich mal kurz ab. Gut, den Edelstein haben wir also noch nicht für hier. Okay. Dann gehen so langsam die Level aus, die wir machen können. Was nicht gerade vorteilhaft ist. Ja, ich weiß nicht. Ich versuche nochmal das Cortex-Level. Ich glaube, das ist eine bessere Idee, ja. Kisten kann ich ja ignorieren. Und das Cortex-Level in dem anderen Level müsste ich auch nochmal suchen. Weil da ist mir aufgefallen, ich habe nur zwei Cortex-Gesichter bekommen, obwohl es da eigentlich drei gibt. Und obwohl ich ja einen Edelstein gemacht habe, hätte ich ja im Grunde dafür alle drei Cortex-Gesichter finden müssen, theoretisch. Betonung liegt auf theoretisch dabei. Also frage ich mich gerade, wo dieses Cortex-Gesicht geblieben ist. Und ich denke, das werde ich früher oder später herausfinden müssen. Nur solange ich das noch rauszögern kann, ist das ja noch gut. Hier kann ich ja getrost langspringen. Hier kriege ich eine schöne Maske. Und trotzdem können uns die Dinger ins Wasser schieben. Was möglichst nicht passieren sollte. Oh, im Feuer kann man stehen. Ich dachte, da springen wir dann einfach nur rum. Hier warte ich jetzt und gehe durch. Genau. Hier warte ich, bis sie wieder gleichzeitig reingehen und durch. Schön. Den Teil haben wir geschafft. Und das mal ohne zu sterben. Wow. Da war ich mal ein bisschen voreilig. Aber auch nur ein bisschen. Und hier geht's weiter nach oben. Sehr, sehr schön. Da
dann müssten ja wir bald wieder an die Stelle kommen, wo ich die Cortex-Zeichen sammeln kann. Ja, gut. Das war genauso geplant. Gut. Versuchen wir es nochmal nach oben zu kommen. Oh, ja. Oh, gut. Gut. Wir versuchen es zum dritten Mal jetzt. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Zumindest nicht so. Gut. Ah, schön. Das läuft schon wieder sehr schön. Dann weiß ich schon, das Cortex-Level wird nicht besser aussehen. Nein. Da werde ich wahrscheinlich genauso mich so gut anstellen. Und da hoch. Die Küsten einfach, weil ich es kann. Und immer schön warten. Diese Plattformen brauchen halt ihre Zeit. Die sind nicht so schnell wie ich. Cool, ich hab's mal wieder geschafft, dazwischen durchzuspringen. So stelle ich mir das natürlich. Ja, okay. So stelle ich mir das jetzt natürlich auch vor. Genau so. So werde ich es wahrscheinlich auch schaffen. Auf jeden Fall. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich stelle mich schon wieder richtig gut an. Also, diesmal nicht dazwischen durchspringen. Wäre zumindest vom Vorteil. Wenn es nicht nochmal passiert. Gut. Werden wir hier mal wieder durch. Und kriegen mal wieder eine Maske. Sehr schön. Da, da. Da sind wir auch hoch. Ja, schön. So sollte man es nicht machen. Möchte ich mal anmerken, so nebenbei. Gut, sind wir wieder hier. Und da wären wir ja wieder mal oben angekommen. Schön. Na komm. Ich brauche dich für die Kisten, denn ich will Cortex. Maske haben wir auch gleich mal mitgenommen. Und da haben wir unseren ersten Cortex. Gut. Sehr gut. Hier können wir auch ohne Probleme durchlaufen. Okay. Das ist der Spaß jetzt, ja? Gut. Cortex Nummer 2 haben wir nun auch. Hier möglichst nicht nach unten fallen. Geht nicht gut aus. Da kann ich, glaube ich, ohne Probleme durchlaufen. Ja. Gut. Hier kommen wir ohne Probleme rüber. Da auch. Und dann sind wir wieder beim dritten Cortex. Schön. Da
dann einmal kurz konzentrieren und mal Cortex schaffen. Werfen Vorteil. Okay. Konzentration ist da. Wo ist da quer schon wieder hingesprungen? Sah mal wieder so gut aus und dann... Nein. Springt er wieder daneben. Möchte ich... Ich schau mal hier nach. Edelstern-technisch, wie es aussieht. Ich bezweifle, dass wir ihn haben. Es könnte sein, dass wir ihn haben, dass ich einfach die Farben ein bisschen vertauscht habe. Ich werde einfach auf gut Glück wieder mal perfekt zu versuchen. Ich bezweifle, dass ich es schaffe, denn mindestens einmal falle ich irgendwo runter oder werde von der Kugel getroffen. Bin ich sehr zuversichtlich, dass das passiert. Weil war ja bis jetzt schon immer so und ja. Daher. Und Runde Nummer 2. Wie stelle ich mich an? Soweit. Oh. Ja, gut. Dann war's das schon wieder. Oh, nein, doch nicht. Wahnsinn. Wow. War so knapp. Ich hätte gedacht, wir schaffen das nicht. Anscheinend habe ich mich da wohl doch eher geirrt. Jetzt muss ich nur noch den Teil schaffen und hoffen, dass ich den Edelstein habe, den wir hier brauchen. Und dann, ja. Wäre es im Grunde ideal. Und nein, wir haben den Edelstein natürlich nicht. Das ist zu schade. Also fehlen uns mindestens noch 2 Edelsteine. Allein in dem Level wegen 18 Kisten. Was eine gute Menge ist. Nur so leicht habe ich das Gefühl, wir brauchen mindestens einen Schlüssel, um einen bunten zu bekommen. Wenn nicht sogar beide. Und was noch schwerer macht, habe ich das Gefühl, ich muss ins Lab. Ich denke mal, ich versuche mein Glück. Maske habe ich. Sprich, das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich irgendwo in ein Loch falle. Alles andere... Ja. Ja genau, hier kommt jetzt dieser gelbe Schleim. Und hier ist der Spaß mit dem TNT-Kisten. Na, dann ist es beim nächsten. Genau da. Hier mache ich mal fleißig alle Kisten kaputt. Und lauf weiter durch. Gut. Immer schön aufpassen, dass man sich nicht verspringt. Denn, ja. Den Blitzfritzen hatten wir ja auch schon oft genug kennengelernt. Auch hassen gelernt. Na, das war es nicht geplant. Gut. Okay. Das ist das und das ist das. Okay. Kann ich beide gleichzeitig? Vielleicht? Na, noch ein bisschen.
Nein. Kann ich nicht. Okay. Machen wir es halt so. Mhm. Ach, ich weiß schon, wo wir sind. Das ist doch, denke ich, genau die Stelle, an der ich ein wenig gehangen habe das letzte Mal. Ja. Yeah. Ja, hoch auf die Maske. Okay, ich weiß, wo das ist. Oh, wow. Gut, den Teil haben wir geschafft. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwerer. Aber auch geschafft, schön. Okay. Abwarten. Alle Kisten weg und das Lab hätten wir auch geschafft. Schön. Warum kann das Level nicht öfters so funktionieren, wie man es will? Hm. Sehr schön. Was hältst du für einen Edelstein für uns auf? Ah, den gelben. Dann werde ich jetzt zwei Level machen können wieder. Einmal The Great Gate, wo wir gerade eben erst waren. Denn jetzt haben wir den Edelstein dafür. Und ich hatte schon irgendwie im Gefühl, dass wir für den bunten ins Lab müssen. Und danach auch in Lights Out. Da brauchen wir nämlich auch den gelben. Und ich würde sagen, das trifft sich ideal. Somit hätten wir wieder zwei Level, die wir so abschließen können. Und wie befürchtet, für mindestens einen der bunten Edelsteine brauche ich einen Schlüssel. Denn ansonsten komme ich nicht an diesen violetten oder pinken oder lilanen, wie ihr es auch mal nennen wollt, Edelstein ran. Gut. Diesmal ohne irgendeinen Mist zu bauen, möglichst durchs Level. War ja diesmal von Vorteil zumindest. Aber gut, eigentlich müsste ich das Level ja auch schaffen, weil, ja. Level ist ja doch relativ einfach. Betonung liegt auf relativ. Es kann ja trotzdem noch Zeug schief gehen. Gut, wir sind nach oben gekommen. Der kann weg. Der kann weg. Und den brauchen wir für die Maske. Die kleinen Framerate-Probleme sind wieder mal wie üblich vorhanden. Leider, leider, leider. Und hier kommt unsere erste Schildfrau. Schön. Hi. Und tschüss. Ich mag dich nicht. Gut, hier haben wir mein Leben, was ich wieder mal stehen lasse, bevor ich mich da irgendwie den Tod stürze für irgendein Leben, was ich nicht brauche. Die nächste Tussi mit Schild, die ich wegschiebe. Hier können wir getrost durchlaufen, ja. Und hier geht's jetzt mit dem Edelstein einmal rüber. Und hier kommt jetzt nochmal ein schöner Spaß, was von der Gestaltung relativ hübsch ist, finde ich. Gut. Ach, hier geht's noch. Ah, das ist noch gar nicht der Teil. Komisch. Okay. Hier ist sonst nichts. Nein. Nur das Leben.
Warte zur Sicherheit einfach mal. Oh, hi. Und tschüss. Weg mit dir. Hier geht's mal wieder nach hinten. Schön. Äpfel, ja. Mhm. Da war ein Leben und eine Kiste, wohl angemerkt. Und bis hier hinten geht's. Da ist jetzt natürlich die Frage, kriege ich die Kiste kaputt? Und kann so dahinter springen oder brauche ich die Kiste dafür? Also offensichtlicherweise brauche ich die Kiste dafür. Gut, mal gucken, ob wir da was machen können. Versuch was wert? Nein, so aber nicht. Nein. Auch nicht. Okay. Na komm. Hä, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Schade. Dann müssen wir wohl hier lang. Nein. Und tschüss. Sind wir noch schnell genug drüber gekommen? Hier auch. Hier geht's auch gerade rüber. Hier kommt mal wieder eine Frau. Schön. Und hier geht's mal wieder weiter nach oben. Dann kommt, denke ich, das, was ich so hübsch fand an dem Level. Um genau zu sein, an diesen Zusatz, Edelstein technisch gesehen. Ja, denke ich einmal hier. Wieso geht da so viel Äpfel hoch? Ich habe da kein gutes Gefühl. Nö, nur Deko anscheinend. Oder? Ja, nur Deko. Gut, so war das, denke ich mal, nicht gedacht. Aber es geht wieder nach oben. Ach je. Nächster Versuch. Ohne sich diesmal möglichst zu verspringen. Hoch, ja, 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 ja. Nein, falsche Richtung. Mensch. Gibt's doch nicht. Falsche Richtung. Da springen wir wieder ganz nach unten, aber gut. Die Dinger bleiben lang genug, dass wir wieder hoch können. Dann geht's hier nach rechts. Und wir hätten's. Der nächste Edelstein. Schön. Gut. Dann fehlen ja nur noch ganze 4 Stück. Und 2 Schlüssel. Und da gehören eh 2 Edelsteine und 2 Schlüssel zusammen. Von dem her, ja, ist das eh eindeutig. Gut. Dann hätten wir die erste Insel sogar schon komplett abgeschlossen. Die letzten 2 Inseln natürlich nicht, weil da brauchen wir die Schlüssel und einen bunten Edelstein natürlich noch. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Crash Bandicoot. Das war euer SGO. Auf Wiedersehen.